Freunde, willkommen auf dem Kanal Kniescheibe und meinem wertigen Blog. Heute erzähle ich euch was über Bartöl und warum Bartöl so wichtig ist für euch. Viel Spaß bei diesem Video, los geht's! Ja Freunde, wer kennt es nicht? Wenn man das erste Mal seinen Bart wachsen lässt, juckt es überall. Bei mir war das genauso. Das erste Mal, als ich meinen Bart wachsen lassen habe, hat es überall gejuckt. Und es hat mich so genervt, dass ich es schon wieder runtergeschnitten habe. Aber ich hatte es hier nur im Kinn, wie zum Beispiel man hier in meinem allerersten Video sieht. Da habe ich mir direkt abgeschnitten, weil es so gejuckt hat. Der erste Punkt ist, Bartöl kann euch dabei helfen, den Juckreiz zu bekämpfen. Wie trägt man überhaupt eigentlich Bartöl auf? Dafür gehen wir jetzt wieder ins Bad. Los geht's. Am besten verwendet man das Bartöl direkt nach dem Duschen. Einfach ein paar Tropfen auf die Handfläche verteilen und in den nassen bzw. in den trockenen Bart einmassieren. Die Vorteile eines Bartöls sind: Bartöl pflegt und schützt das Barthaar, indem es Feuchtigkeit und Nährstoffe an das trockene und borstige Haar abgibt und sich gleichzeitig wie ein Schutzfilm um das Haar legt und es vor UV-Strahlung und extremer Kälte schützt. Auch die Haut unter eurem Bart wird gepflegt und geschützt vor pixelnden Stoppeln. Denn der Bart ist nicht nur super weich, sondern duftet oftmals auch noch gut. Achtung, wenn ihr bisher kein Bartöl benutzt habt, würde ich euch empfehlen, erst einmal in einen Drogeriemarkt zu gehen und vor Ort das Bartöl zu riechen. Denn nur so könnt ihr entscheiden, welcher Geruch euch am besten gefällt. Ja, beim Thema Geruch, mir persönlich gefällt es, wenn es so einen süßlichen Geruch hat. Für manche ist es störend. Also geht lieber in einen Drogeriemarkt und schaut euch mal da um. Da gibt es verschiedene Bartöle, da könnt ihr auch mal dran riechen und dann euch aussuchen, was euch am besten gefällt. Ich benutze diese zwei Bartöle. Einmal ist es hier von L'Oreal Man Expert. Das zoomt jetzt gerade nicht. Ja, und das ist eher ein süßlicher Geruch und mir gefällt es aber auch sehr gut. Was geruchsneutral ist, hier vom Brisk, das gefällt mir auch ganz gut und da ist eine Pipette dabei. Davon könnt ihr dann 2-3 Tropfen auf eurem Bart einfach drauf machen und einmassieren. Für die Minoxidilianer unter euch ist es sowieso ganz, ganz wichtig, dass ihr Bartöl aufträgt, sobald ihr die ersten Barthaare habt. Ihr könnt anfangen, das Bartöl ab einem 3-Tage-Bart aufzutragen, denn erstens bekämpft ihr die trockene Haut nach dem Minoxidil und zweitens verhindert ihr das Juckreiz, wenn euch der erste Bart wächst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Benutzt Bartöl, benutzt Feuchtigkeitscreme. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, meine Freunde. Ciao.